Herzlich willkommen zum dritten Advent, wieder aus der Erzengel Michael Kirche der Diakonie Michaelshofen in Köln. Es geht langsam auf Weihnachten zu und bei uns zu Hause gab es Weihnachten, vor allen Dingen an Heiligabend, immer eins zu essen: Bockwurst und Kartoffelsalat. Das war natürlich auch der Zeit geschuldet, weil nach der Christmette gingen wir nach Hause und dann wartete natürlich die Bescherung. Da wurde nicht mehr lange gekocht, da waren alle viel zu sehr aufgeregt und deshalb gab es nur ein kleines, kurzes Essen. Und davon handelt auch diese Geschichte von Frederik Wahle, Weihnachten mit Bockwurst. Diesmal wollte es gar nicht richtig Weihnachten werden. Das Gras dampfte im Morgennebel, die Sonne schien in den Regenpfützen und die Spatzen machten einen Lärm, als wäre der Frühling schon da. In dem kleinen Haus weit draußen vor der Stadt an der Landstraße sagte der Mann zu seiner Frau: Was sollen wir Weihnachten nur machen? Die Kinder sind aus dem Haus und mit den Kaninchen können wir doch nicht Weihnachten feiern. Dann laden wir eben Gäste ein und machen vorher ein richtiges Fest mit Bockwurst und Kartoffelsalat, sagte die Frau, und du spielst auf der Ziehharmonika. Das geht nicht, sagte der Mann. Vor Weihnachten haben die Leute entsetzlich viel zu tun. Da hat niemand Zeit. Und wer kommt auch schon so weit zu uns raus? Da wurde die Frau traurig, aber sie wünschte sich insgeheim doch ein Fest mit Bockwurst und Kartoffelsalat, einen lustigen Mann und Lieder auf der Ziehharmonika. Und Weihnachten rückte näher. Am Tag vor Heiligabend war immer noch Frühlingswetter. Es nieselte den ganzen Tag, es war neblig und alles war eng und grau. Aber dann kam der Wetterumschwung. Es wurde plötzlich sehr kalt, auf den Straßen gab es Glatteis und es fing an zu schneien. Es schneite und schneite und es hörte nicht auf zu schneien. Die Frau schmückte einen kleinen Weihnachtsbaum, der Mann sah sich alte Fotos an, Heiligabend klingelte das Telefon und die Kinder wünschten frohe Weihnachten. Dann waren die beiden wieder allein. Als sie sich früh schlafen legten, schneite es immer noch und am nächsten Morgen waren sie richtig eingeschneit. Überall lag weißer, glitzernder Schnee und die graue Nebellandschaft hatte sich in eine weite Schneelandschaft verwandelt, über der sich ein großer, blauer Winterhimmel wölbte. Wie schön, sagte die Frau, wenigstens haben wir jetzt wunderbares Weihnachtswetter. Aber der Mann schimpfte auf den vielen Schnee, denn er brauchte die ganze Zeit bis zum Mittagessen, um den Weg zum Gartentor freizuschaufeln. Nach dem Mittagessen sagte die Frau wieder: Ach, wie schön wäre es, wenn Leute zu uns kämen und wir hätten ein Fest mit Bockwurst und Kartoffelsalat. Ein bisschen Gesellschaft können wir schon haben, sagte der Mann und ging hinters Haus. Als er wiederkam, hatte er einen Korb in der Hand und in dem Korb saßen 7 kleine schwarzbraune Kaninchen. Der Mann nahm eins von den Kaninchen heraus und setzte es der Frau auf die Schulter. Das Kaninchen schnupperte mit seiner kleinen, zarten Kaninchennase im Nacken der Frau herum, da musste sie kichern. Das ging eine ganze Weile so. Dann sagte die Frau: Eine richtige Gesellschaft ist das aber nicht. Der Mann brachte die Kaninchen wieder hinaus und sie saßen wieder still in der Stube. Das Telefon klingelte nicht ein einziges Mal. Es fing wieder an zu schneien und es wurde langsam dämmerig. Plötzlich ging der Mann ans Fenster und sagte: Frau, da ist was los. Mir war, als hätte das Gartentor gequietscht. Die Frau hielt den Atem an und tatsächlich, sie hörten knirschende Schritte auf dem Gartenweg und dann ertönte die Hausglocke. Bim, bam, bim, bam. Ein Mann stand vor der Tür, der hatte ein rotgefrorenes Gesicht und sein Atem dampfte. Ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, keuchte er. Mein Auto steckt da vorne in der Schneewehe. Darf ich bei Ihnen mal telefonieren? Natürlich, sagte die Frau, kommen Sie ruhig rein. Der Mann telefonierte und fing gleich an zu schimpfen. Was? Erst in 2 Stunden soll ich denn mit meinen Kindern im Straßengraben erfrieren? Ach, Kinder haben Sie auch, sagte die Frau. Holen Sie die doch rein. Auf das Abschleppauto können Sie auch hier drinnen warten. Bald saß der Mann mit seinen 2 Kindern, einem Käfig mit Goldhamstern und einem Rauhaardackel in der Stube. Die Frau kochte Tee und der Mann holte für die Kinder Limonade. Gibt's hier kein Fernsehen und keine anderen Kinder? Fragte das Mädchen. Nein, eigentlich nicht, sagte der Mann, aber Kaninchen haben wir.
Er holte den Korb mit den Kaninchen wieder herein, die liefen um den Weihnachtsbaum herum und der Mann musste den bellenden Rauhaardackel festhalten. Die Goldhamster rappelten dazu in ihrem Käfig. Der Mann von draußen taute langsam auf und sagte, so einen wohltuenden Tee habe er noch nie getrunken. Die Frau freute sich, dass es so lustig herging in ihrem Haus und fing an, von früher zu erzählen. Aber plötzlich legte der Mann wieder die Hand ans Ohr und sagte, hört ihr, das Gartentor hat wieder gequietscht. In der Stube wurde es still. Nur die Goldhamster hörten nicht auf, in ihrem Käfig zu rappeln. Wieder ertönte die Hausglocke. Bim, bam, bim, bam. Vor der stand eine Frau, die hatte einen leeren Benzinkanister in der Hand und sagte, ach bitte, wir brauchen Benzin, prego. Der Mann neben ihr zeigte auf sein Portemonnaie. Das sollte heißen, wir wollen das Benzin auch bezahlen. Wir haben kein Benzin, sagte der Mann aus dem Haus, aber in anderthalb Stunden kommt ein Abschleppauto. Das wird sicher auch Benzin dabei haben. Und vorher kommen Sie mal alle rein, sagte die Frau. Wir haben heißen Tee und die Kinder Limonade. Nur zu essen haben wir kaum noch was. Und wieder dachte sie dabei an Bockwurst und Kartoffelsalat. Die beiden Neuankömmlinge liefen zu ihrem Auto zurück und als sie wiederkamen, hatte die Frau einen italienischen Weihnachtskuchen und der Mann einen Papageienkäfig samt Papagei dabei. Der Kuchen wurde geteilt, jeder bekam ein kleines Stück, auch die Goldhamster und der Rauhaardackel und sogar der Papagei. Die Kinder fingen an zu singen, alle durcheinander. Dann stand der Italiener auf und sang O Santissimo Natale Fulgido. Das ist doch O du Fröhliche, sagte die Frau. Da sangen die einen das Lied auf Deutsch und die anderen auf Italienisch und der Papagei und der Rauhaardackel sangen das Lied auf ihre Weise mit und die Goldhamster rappelten weiter in ihrem Käfig. Als das Lied zu Ende gesungen war, klatschten alle und die Frau dachte wieder an Bockwurst und Kartoffelsalat. Aber sie sagte zu ihrem Mann, hol doch mal die Ziehharmonika. Der Mann holte die Ziehharmonika und spielte die drei Lieder, die er immer spielte, so schön wie noch nie. Er spielte zuerst den Donauwalzer, dann das Lied »Oh, wie traurig bin ich heute« und zum Schluss die Schneeflockenpolka. Aber mitten in der Schneeflockenpolka sagte die Frau, »Das Gartentor, es hat schon wieder gequietscht.« Und schon hörten alle die Hausglocke. Bim, bam, bim, bam. Diesmal war es ein Mann, der es sehr eilig hatte zu telefonieren. Aber am Telefon fing er auch gleich an zu schimpfen. Was? Die Sache fällt aus wegen Schnee und Glatteis? Was soll ich denn jetzt mit den 15 Portionen machen? Wer soll das denn alles essen? Na gut, wenn Sie es bezahlen, dann nehme ich es halt wieder mit. Kaum hatte die Frau das Wort Essen gehört, dachte sie schon wieder an Bockwurst und Kartoffelsalat und fragte den Mann etwas schüchtern, was ist denn mit dem Essen? 15 Portionen, sagte der Mann, für nichts und wieder nichts. Jetzt kommen Sie doch erst mal rein, sagte die Frau, und trinken Sie eine Tasse Tee. Leider haben wir keinen Kuchen mehr. Das macht nichts, sagte der Mann. Ich hab's mir überlegt. Schließlich ist mein Auto keine Tiefkühltruhe. Ich hol die Portionen rein und dann machen wir sie warm. Was sind das denn für Portionen? Fragte die Frau und dachte dabei wieder an Bockwurst und Kartoffelsalat. Sie konnte kaum weitersprechen, so viel Wasser war ihr im Mund zusammengelaufen. Ach, nichts Besonderes, sagte der Mann. Es sind nur 15 Portionen Bockwurst und Kartoffelsalat, nicht der Rede wert. Aber die kleine Frau war schon am Kühlschrank und holte die Teller und ein großes Glas mit Düsseldorfer Löwensenf. Sie freute sich wie bei einer Weihnachtsbescherung. Dann gab es Würstchen und Kartoffelsalat mit Ziehharmonika-Musik. Zuerst die Schneeflockenpolka, dann »Oh, wie traurig bin ich heute« und dann den Donauwalzer. Jetzt waren 6 Erwachsene in dem Haus, 2 Kinder, 2 Goldhamster, ein Rauhaardackel und ein Papagei. Und als das Gartentor wieder quietschte, hörte es niemand, denn das Fest war ziemlich laut geworden. Erst als die Hausglocke ertönte, bim, bam, bim, bam, und der Rauhaardackel anfing zu bellen, wurden die anderen aufmerksam. Es war der Abschleppwagenfahrer und er bekam die 2 letzten Portionen Bockwurst und Kartoffelsalat. Er blieb noch eine Weile und musste sich auch den Donauwalzer und die Schneeflockenpolka und zum Schluss das Lied »Oh, wie traurig bin ich heute« anhören.
Dann bedankten sich alle ganz herzlich und sagten, das sei ja ein richtig schönes Fest gewesen und sowas auch noch zu Weihnachten. Dann war das kleine Haus an der Landstraße wieder leer. Nur der Mann und die Frau waren noch da. Die Frau setzte sich aufs Sofa und der Mann spielte noch Ziehharmonika, als die Frau schon lange eingeschlafen war. Ein schönes Fest mit Bockwurst und Kartoffelsalat.